Hallo Jutabis und herzlich willkommen zur Folge 23 von Let's Play 7 Days to Die. Heute haben wir wieder zwei hochinteressante Spiele. Oder drei oder eins, mal gucken. Oh, vielleicht doch was Interessantes. Und als Thema muss ich, glaube ich, mal gucken, was wir als nächstes... Oh, da hätte ich gerne ein bisschen mehr zu reden, mal schauen. Es ist natürlich immer noch der 4.6. für mich, 14.44 Uhr, also gerade mal eine Minute seit der letzten Aufnahme vergangen. Und die Temperaturen haben sich nur bedingt geändert, wir sind bei 23, was? 1 Grad, meinetwegen. Sage ich auch nur, weil Leute das interessiert. Die fragen da immer wieder nach, wie verrückt. Ja, wir schauen uns immer noch diese tolle Tür an. Nun auch mit Blick auf die Schmiede. Und weil es Nacht ist, lese ich einfach mal das erste Thema vor von Game Idea Talk. Nummer 29. Railway Ranger. Classic Cowboy / Futurism. Klammer auf, Non-Science Fiction. Was ist eine Non-Science Fiction? Ruhe. Die nachglobalisierte Welt 2040. Das Railway-System hat den öffentlichen Nahverkehr revolutioniert. Überall sind schwebende oder stationäre Einzellinien, die von Zügen, Hovercars oder Personenstrecken, Inline-Skates, ähnliche Wege mit bis zu 100 km pro Stunde aufgestellt. Die nachhaltige Entwicklung und Veränderung der internationalen Wirtschaft hat Menschen näher aneinander gebracht, mit Ausnahme weniger Gruppen, und Wohlstand wächst allen Ordens. Einzig einige wenige Menschen machen Probleme und müssen verfolgt und gestoppt werden. Von dem Spieler, einem beinahe klassischen Cowboy mit Schnellschusslaser und Highspeed-Triebwerksschuhen. Ein bisschen Technik, viel Action und Schießerei und immer wieder das Fahren auf unglaublichen Strecken. Die Zukunft ist reich, schnell und mitunter auch ereignisreich. Jetzt muss man sagen, das kann man als nettes Thema verpacken, das kann man aber auch tatsächlich so eine Art Dark-Future-Dystopie machen, also so eine schreckliche Zukunftsvision. Stell dich das vor, in ein paar Jahrzehnten gibt es überall so eine Monorail-ähnlichen Einlinienschienen, auf dem man herumfährt mit Zügen oder Verkehrssystem, ne? Einfach damit der öffentliche Nahverkehr besser funktioniert. Und plötzlich seid ihr da auch dabei, zwar nicht mit dem Cowboy-Hut, aber tatsächlich in Range, typischer Ranger-Manier und sorgt für Ordnung und Gesetz bei denen, die sich nicht dran halten wollen. Ich finde das Setting finde ich echt cool. Also, wir sagen, da hätte ich doch glatt was für übrig. So, jetzt können wir auch einen Grill hier anbauen. Ich weiß gar nicht, warum. Kann man jetzt irgendwas Besseres machen eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Gut, man müsste natürlich auch was haben, was man grillen kann, aber naja. Das ist ja nun wieder ein ganz anderes Thema. Hätte ich hier nicht mal Holz und so? Muss ich warten, bis der Tag anbricht, wa? Rezepte. Interessiert mich alles nicht. Eine Armbrust wäre natürlich ganz praktisch, aber dann muss ich auch die Bolzen haben. Brennendes Fass, brauche ich jetzt eher, ne? Eine Werkbank ist das allererste, was ich habe. Dann brauche ich nochmal. Ich genauso viel. Ich habe keine Ahnung. Einmal. Wieso läuft der Ofen, wenn da nichts verarbeitet wird? So geht das nicht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und am nächsten Tag werden wir auch rübergehen in die komische Siedlung da drüben. Apropos, ich stelle gerade fest, ich habe keine Pfeile mehr. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wo sind meine Pfeile? Habe ich die jetzt wirklich mit abgelegt? Ja, habe ich. Ich bin so blöd. Ich gebe das zu. Jeez, nein, interessiert mir alles nicht. Achso, wir können ja mal. Ach komm, unterwegs können wir dann noch Steine und so für ein paar. Der Standardvorrat, ne? So, das bitte auch noch weg. Komm, schneller, weil Blei nachschieben. Reparaturkit findet man eh nicht, kann man nicht herstellen. Muss man finden, kann man nicht herstellen. Also interessiert mich das nicht. So, das fertige Erzeugnis kommt mal hier rüber. Wir haben jetzt zum ersten Mal geschmiedetes Eisen hergestellt. Gott, ich bin so stolz auf uns. Auf mich, auf euch. Ihr wisst ja, was ich meine. Also interessantes Spielprinzip, ne? So ein bisschen schnell, ein bisschen Action, ein bisschen Shooter-Momente vielleicht oder so. Kann man viel draus machen aus Railway Ranger. Zweites Spiel. Mann, ich sprinte hier durch die Themen. Durch die Spiele. Nummer 30, Resourceful. RPG/Management. In ferner Zukunft schon wieder. Ich hasse die Geräuschkulisse. In ferner Zukunft soll der Spieler im Stile von Baldur's Gate oder Pillars of Eternity in verschiedensten Missionen auf fremden Welten Planeten erkunden und Ressourcen erbeuten. Der Clou, vor jeder Mission wird aus den vorhandenen und erkundeten Ressourcen eine Ausrüstung besorgt und stets Personal vom Markt geholt. Ergo, jede Mission wird neu angegangen und der Spaß der Charakterstellung und Ausrüstung beginnt immer wieder von vorn. Mit Truppen, die stets andere Skills haben.
hoffentlich genau die Skills, die gerade gebraucht werden. Ihr kennt das vielleicht aus Spielen wie Baldur's Gate, Divinity, Icewind Dale, aber auch aus anderen Spielen, ne, Knights of the Old Republic und, bei denen man sich Truppen herstellt mit verschiedenen Charaktereigenschaften. Gerade Baldur's Gate und Co. ist ja, ne, oder Icewind Dale, wo man sich spezifisch bis zu 6 Charaktere in einer Gruppe baut und sowas, ne. Das macht natürlich unglaublich Spaß. Oder Lords of Xul'Imar, jetzt weiß ich auch wieder, wie das Spiel hieß. Oder Xul'Imar, wie auch immer. Und stell dich so ein Spiel vor, das Mission für Mission immer auf andere Planeten, immer zu neuen Aufträgen, ne? Besorge die und die Ressource, baue was ab oder fange dieses und jenes Tier, dann braucht ihr natürlich jedes Mal noch andere Leute. Das heißt, jetzt ist es so ein richtig schönes Management-Spiel, wo man Personal managen muss, das man immer wieder auf dem Markt hat. Manchen Missionen hat man die besseren oder schlechteren, dann sind die mal teurer oder billiger. Also so richtig die Möglichkeit, da ganz viel draus zu machen. Wieder so eine Art Kategoriespiel, da ganz viele Möglichkeiten, bei dem ganz viele Möglichkeiten sind, es umzusetzen, bei dem man nicht weiß, was kommt am Ende wirklich bei raus. Haben wir wieder 2 durch. Große Thema heute, die Xane-Therapie. Nein, nicht, wie therapiere ich mich selbst mit der Junior-Playlist. Auch nicht, wie könntet ihr euch damit therapieren, dass ihr mir zugucken müsst. So, jetzt wird es wieder zunehmend heller. Da müssen wir gleich noch was tun. Ich will auf normal gehen, danke. Ja, so geht's auch. Sondern ich habe mir überlegt, wie sehen eigentlich Therapien aus bei Menschen, zum Beispiel mit psychischen Leiden, ne? Ihr kennt das ja, das wird auch nochmal ein Thema werden. Jeder von euch ist ja potenziell selbstmordgefährdet heutzutage gefühlt. Ne? Ich finde das immer, ne, man sollte mit sowas keine Scherze machen, weil es gibt Leute, die betrifft sowas wirklich. Und ja, es ist halt nicht so lustig, wie man sich das immer hinstellt. Wieso schmäht sich eigentlich den Stein ein? Hat mir das mal einer erklärt? Stone und Clay, verwitterte Ziegen. Hm. Könnt später zu Beton aufgehört, klingt schön. Zement. Welche Skills brauche ich denn noch? Achso, ich muss sowieso mal gucken. Nahrung 18. Ich möchte jetzt langsam mal was zu essen finden. Jetzt haben wir gleich ein Problem an Nahrungsmangel. Stirbt es sich so unbequem? Nicht. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Rezepte. Das wollte ich. Hier Blasebalg. Wie viel brauchen wir dafür? Tierhaut 20. Holz und ein kurzes Eisen. Haben wir noch eins? Bestimmt. Also brauchen wir noch 8 Tier heute. Oder ganz viel Leder. Je nachdem, was wir zuerst haben. So, Knüppel aus dem Sack. Geht klar. Dann machen wir es aber gleich so hier. Und wir gehen heute rüber. Nein, ich habe mir überlegt, wie sehe so eine Therapie aus, wenn ich Therapien anbieten müsste. Ich werde das super. Ich muss aufpassen, dass ich nicht immer jede Beere, die ich hier einsammle, auch gleich verarbeite, weil die meisten von denen sind halbgiftig. So Kotten kann ich unterwegs wegschmeißen, Stein und sowas machen wir später. Ich werde jetzt darüber. Wie komme ich da am schnellsten hin? Da geht die Sonne auf. Wie schön. Wie romantisch. Im Hintergrund knabbert ein Zombie am Kopf einer Leiche. Was? Ach ja, hatte ich nicht eine Schaufel? Die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ne? Jetzt bin ich von den 3 Sekunden auf einmal mit. Kann ich schwimmen? Wir werden es gleich rausfinden. Ich bin ja der Meinung, ich kann es nicht, aber hey, wenn mein Charakter das kann, können wir damit alle glücklich und zufrieden sein. Ich gehe nicht direkt auf die Häuser zu, weil ich nicht weiß, was da drüben noch lebt. Köder. Mhm. Steht da oben. Köder. Sondern wie würde man so eine Therapie machen? Zum Beispiel einfach für Menschen mit Burnout zum Beispiel. Ne? Ganz gestresst, die vom Alltag völlig fertig sind, die nicht mehr durchhalten. Und meine Ausdauer ist klein im Eimer. Gut, dass ich angekommen bin. Wieso kann ich hier keine Boote bauen? Ich gehe jetzt doch direkt hier hoch, oder? Komm ich hier hoch? Okay, dann mal ganz schnell hier rüber an Land. Und schon kommen die Zombies. Super. Lass mich bitte in Ruhe. Dummerweise haben Zombies unbegrenzte Ausdauer. War klar. Nicht schlagen. Wir haben uns alle lieb. Guck mal, ich habe 18 Pfeile für euch. Dürfte ich auch aussuchen, wer sie zuerst abkriegt. Ich schieße dir auch auf die Brust, macht mir gar nichts aus. 4 Zombies, jetzt wird es ein bisschen viel. Ich hätte vielleicht doch erstmal 120 Pfeile oder so machen sollen. Ja. Bäh, Pixelbäume, geht weg. Und dann die nächsten Zombies oder so hinter mir. Das sieht so tumisch vermatscht aus hier, das Wetter. Ich weiß nicht, wie das auf YouTube aussehen wird, aber ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Kann es jetzt wirklich nicht ändern währenddessen.
stelle ich mich schlecht an mit diesen Pfeilen. Da ist noch einer. Klatsch, mach aus Lader. Lass jetzt nicht sterben hier. Ich meine, gut, hier sterben ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber ich muss es jetzt auch nicht unbedingt haben. Ah, natürlich. Wusste ich doch, da war noch was hinter mir. Natürlich ist es Pia, die mir in den Rücken fällt. Wer sonst? Und es sind immer nur Frauen, die mich hier ankrapschen. Immer das Gleiche. Ihr wisst nie, was ich gehört, Mädels. So, nee. Ja, Pia, brauchst gar nicht hier ausholen. Krieg alles mit. Ja, na, das habt ihr nur davon. Ich hab's überlebt. Nicht zerlegen. Nein. Super. Nee, lesen will ich den jetzt auch nicht. Oh Gott, lies es. Lies, lies. Wieso habe ich gerade den Bauplan? Ja, genau, schlagt euch gegenseitig. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Gehe ich komplett d'accord mit euch. Ja, super. Und ich bin gestunt. Jetzt kommt der große Matscher. Lass mir Ruhe. Ich habe keine Lust mehr. Geht weg. Kann ich nicht irgendwie einen Verband oder so herstellen? Nee, natürlich nicht. Was brauchen wir denn? Stoffhetzen. Ich habe bloß einen. Ich hasse euch. Gibt es irgendwo einen Verband? Nein? Kann ich mich vielleicht in den Müllcontainer verstecken? Oh, toll. Kommen die jetzt eigentlich hinterher oder nicht? Ja, die gehen bloß durchs Wasser. Das macht mir nicht aus. Ich bin ja versteckt, also was soll's. So. Gejagt. Seht ihr? Jetzt kannst du kommen. Am besten du gehst im Wasser unter. Die Reste von den Zombies da hinten hole ich mir übrigens noch. Ich höre da links von mir was, gefühlt. Wahrscheinlich im Haus. Und der steht wieder auf. Ist doch nicht mehr zu fassen hier. Letzter Fall. Letzter Fall und mein Knüppel ist auch gleich im Eimer. Na, seht ihr. Aufgedunsener, geplatzter Kopf und ich krieg nichts dafür. Nichts. Nix. Ich bin übrigens gleich tot. Bleibst du unten bitte. Ich will keinen. Ach Gott, ja. Das Ding zieht natürlich Zombies an, ist klar. Wenn jetzt einer hinter mir auftaucht, weg. Nee, ich will das nicht essen. Geh weg. Kuh drücken. Danke. Tschüss. Edge, ich schlauer als Zombies. Den Satz werde ich gleich bereuen, oder? Ich denke schon. Schlagt ihr euch jetzt gerade gegenseitig, oder? Auf zu knurren. Macht mich nervös. Wehe, steht dann auf dem Dach irgendwo rum. Du brauchst ja gar nicht so ausholen. Du hast hier kein Recht, mich zu schlagen. Oh Gott, Karton. Guck mal, dieser Arm ist kaputt. Und was nun? Jetzt stehst du hier völlig gelähmt da. Ich kauf deine Leiche ein. Sind wir alle glücklich und zufrieden. Ist noch einer? Ich guck nochmal. Ich möchte gerne erst die Zombies töten und dann... Natürlich ist hier noch einer. Wie sollte sonst sein? Nein, ich will kein Champ-Sandwich. Geh weg. Garantiert irgendwo einer drin. Da drunter, da drüber. Da schlafen die hier drin. Sind die im Wasser? Ist ja ekelhaft, die Geräuschkulisse hier. Ich sollte mich leicht retten, oder? Hier gibt es nichts von Bedeutung. Ein paar Pfeilspitzen. Pfeile? Nee, also, ich rede auch gleich über meine große Therapie, Vorschläge, Dingsdums. Lasst mich raus hier aus dem Scheißmenü.
So, danke. Tür offen lassen, dann müssen wir uns doch hier schon mal warm. Hier, Müll. Müllcontainer. Mache ich auch noch gerne auf. Bis jetzt haben wir hier nichts Lohnenswertes gefunden. Oh, was haben wir denn hier? Jagdmesser. Hm. Super. Kommt mir so merkwürdig bekannt vor. Ich würde sagen, das konnten wir schon bauen. Aber hey, streiten wir uns nicht. Nehmen wir es einfach so hin, wie es ist. Gibt es eine Tür oder bilde ich mir das bloß ein? Ein Gebäude ohne Türen. War nicht schlecht. Erstmal einen tiefen Schluck nehmen. Also hier wäre ich mit Sicherheit keine 3 Sekunden sicher. Ach du Schande. Hier gibt es aber nur ganz wenig Eisen, was? Merke, wir brauchen eine Ranch. Schon wieder Zombies? Das höre ich doch. Oh, wie hübsch. Ich nehme den Heuballen dann mal mit, ne? Toll, kann ich jetzt ein Bandagenband? Ist mir egal, ja damit. Fertigen. Ich weiß nicht mal, ob ich das brauchen kann, aber gut. Stoppe damit Blutungen. Durchsuche Aktenschrank, ja, natürlich. Nehmen wir alles. Nee, da kommen wir nie vorwärts bei dem Tempo. Sowieso nicht. Kann ich alles auseinandernehmen, das Metall? Was auch immer. Leer, geh weg. So, ich stolper mal hier rein. Das ist Holz, das geht am schnellsten. Ich habe die Öffnung nämlich nicht gefunden. Und das habe ich noch nicht durchsucht. Gibt es hier noch einen Mülleimer? Ist hier gar nichts ist hier. Irgendwelche Trophäen. Was ist das hier? Garage, Wars oder wie auch immer das heißt. Außer nicht Zombies. Die sind gefährlich nahe. Erfrierung minus 30 könnte ich mit leben, aber ich weiß nicht, ob ich gerade Schmerzmittel brauche. Ich gehe mal davon aus, die sind hier drin, oder? Unter mir. Mich was spüren, wenn man hier nicht sieht. Vielleicht würde mich gleich irgendwas angreifen. Den Dächern da irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich sehe schon Bewegung aus den Augenwinkeln. Will ich den jetzt wirklich freilassen? Also eine Therapie, die Menschen zur Ruhe bringen soll, logischerweise. Ne? Nein, ich will nicht dieses vergammelte Fleisch wiedersehen. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich muss jetzt nie noch mehr Zombies anziehen. Gleich kommen sie reingestürmt, Alter, oder? Okay, das war ja ein ziemlich sinnloses Unterfangen hier. Gab es also nichts von Wert. Es ist schön, dass wir das geklärt hätten. So, ist mir egal. Weiter geht's. Wollen wir noch ein bisschen Klee mitnehmen oder so? Nein? Holz. Ich schwimme uns gleich hier rüber, ne? Nur mal so. So, also, eine jegliche Therapie muss ja erstmal abgeschieden sein. Man braucht Ruhe. Man sollte überlegen, auf sowas wie Internet zu verzichten. Das ist zwar merkwürdig, aber nach 1-2 Tagen hat man sich daran gewöhnt, dass man nicht die ganze Zeit googeln kann, Nachrichten lesen oder Social Media verfolgen oder, ne? Man fängt auch an, sich zu fragen, warum habe ich früher so viel YouTube geschaut? Nein, ihr fragt euch das nicht. Ihr wisst, warum ihr YouTube schaut. Ihr braucht das. Was ist das da hinten eigentlich? Das will ich jetzt wirklich wissen? Komm mal eh gleich an, nehme ich an. Ich sollte mein Zeug vielleicht retten, bevor ich jetzt gleich an Nahrungsmangel sterbe. Ja, das ist eine gute Idee.
Idealerweise sterbe ich auch nicht unterwegs. Ja, nee, oder? Jetzt wirklich? Oh, das trifft sich gut. Wäre übrigens ganz dankbar, wenn ich gegenüber ankomme lebend. Guck mal, eine große Eisenbrücke. Bis ich die abgebaut habe, dauert es eine Weile. Seid ihr sicher, dass ich die abbaue, wenn das Eisen ist? Das dürfte der schnellste Weg sein. Da drüben ist ein Zombie, ich schwimme mal in die Richtung. Das ist ein Schwein, das finde ich schon viel sympathischer. Aber nicht jetzt, ich habe keine Pfeile. Ich sehe die Crates, ich sehe die Crates, ich sehe die Crates. Haha, einmal kriegen wir's. Und jetzt bitte irgendwas Brauchbares. Und wenn es ein Werkbankrezept ist. Warum auch immer ich das brauchen sollte. Ich weiß ja sonst nicht, wie eine Werkbank aussieht. Das ist wie bei Minecraft. Kein blassen Schimmer von sowas. Noch nie gesehen. Was könnte denn nur eine Werkbank sein? Ich weiß nicht. Eine Oberfläche, auf der man was zusammenwerken kann. Total mysteriöse Ideen hier. Abstrus. Völlig unlogisch. Platz hier verlauterten Bäume. Kleiner Inspektor herstellen, wenn ich schon mal dabei bin. Es fehlt uns Pflanzenfasern, natürlich. Moment, kann da nicht sein. Achso, Steine. Ja, dann müssen wir halt mal kurz Steine abbauen. Ich weiß, da mein Flugzeug und so weiter und so fort. Später. Eins nach dem anderen. Die Pickaxe, kann man damit die Steine abbauen? Egal, weiter jetzt. Ja, so eine Abgeschiedenheit. So. Nicht so Lager, Dingster, Boomster, Romantik, Quatsch, sondern wirklich tatsächlich was brauchbar Praktisches. Was auch eine gewisse Menge an Ruhe mit sich bringt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die eher nicht. Die Benzinfässer heben wir uns auch auf. Das kann auch zerlegt werden. Das muss zerlegt werden. Das auch. Gott im Himmel, das dauert ja ewig. Okay. Muss zerlegt werden, muss zerlegt werden. Das nicht. Warum habe ich Heuballen? Ich habe keine Ahnung. So. Ja, ja, hör auf rumzuhämmern. Fertilizer, jetzt nicht. Tierische Produktgedöns. Das sind keine tierischen. Das sind pflanzliche. Unterwegs da, ne? Ihr wisst ja. So, kurze Frage. Wo ist hier das Problem? Achso, das war's. Hier ist noch eine Kiste. Ich stelle mir ja schon die Frage, was fange ich dann so an in so einem Lager, ne? Wenn ich den ganzen Tag da rumsitze, quasi die Zeit absitzen und so. Ist schon komisch. So gefühlt. Kleber. Hier mit rein. Fässer könnte ich draußen aufstellen, aus Spaß und der Freude. Ich weiß, hier ist irgendwo eine Crate, aber die interessiert mich jetzt gerade nicht. Die ist hinter dem Dings da. Ich will ja was sehen hier von meiner Landschaft. So. Brennen die Fässer nachts? Ich habe keine Ahnung. Ist aus. Zerlegen. Dankeschön. Waffen, Munition, Gedöns, hier auch drüber. Papier kommt hier hin, brauche ich jetzt gerade nicht. Medikamente kommen in den Kühlschrank, warum auch nicht. Ganz andere Rotz, die ich gerade nicht brauche, hier hin. Hier ist ein Getränkekühlschrank, da kommt da alles hin. Trink eine Runde. Besser als zu verdursten, würde ich sagen. Ja, Magenknurrt, ich weiß, aber du hast noch was zu Wasser, das muss reichen.
So. Pfeile dann echt praktisch. Kleiner Steinfedern. Achso. Ja, tierische Produkte. Nein, tierische Produkte. Nein, tierische Produkte. Genau. Drei. Und wieder zurück. Das ist natürlich, da fange ich gar nicht erst an, jetzt sammeln zu gehen. Was wollten wir eigentlich noch herstellen? Zement. Ich wollte ja mal nachschauen, was ich dafür brauche. Mischer. Geschmiedetes Eisen. Traumfeder könnte ich dann auf dem Rückweg den anderen Quatsch holen. Wenn wir sowieso da lang müssen, wer weiß, was es da noch gibt. Das sieht mir jetzt nicht so. So, gehen wir nochmal so eine dämliche. Wollen wir noch eine Axt machen zum Spaß an der Freude? Natürlich. Ich könnte noch einen Knüppel oder ein Jagdmesser, aber das braucht Geschmiede, seid ihr bescheuert. Besonders wenn ich dann noch 3 Jahre dafür brauche. Nee, dann lieber so rum. Du bist wieder zurück. Stein und Holz in die Kiste, weil ich sowieso ständig hier reinschaue. So. Zack, das Glas brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Kommt auch mit hier rein. Wieso leuchtet hier alles so ein bisschen grün? Radioaktive Schmiede, meinetwegen. Ich sehe schon Zombies, wo keine sind. Eigentlich müsste man die Folge schon beenden. Steht schon wieder viel zu lang, aber was soll's. So, meine Gesundheit gefällt mir kein bisschen. Aber ich kann jetzt auch nichts dagegen tun. Hat jemand gemerkt, wo es abgelandet ist? Oh, Baumstumpf. Da könnte was drin sein. Vorhängeschloss. Ich frage gar nicht erst, wofür ich das gebrauchen könnte. Hat sich ja schon mal fast gelohnt. Maschinenpistolenlauf. Naja, gut. Weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat, aber. Und jetzt sterbe ich gleich vor Hunger. Ich sehe es doch gar. Ne, also ich könnte da eigentlich auch mal mit überlegen, was braucht man für so eine Therapie? Ruhe, Abgeschiedenheit. Vielleicht ein See, bei dem man angeln kann. Gibt ja so ein paar Dinge, die durchaus interessant wären. Ne, so. Kein Internet, kein Radio. Kein Fernsehen. Ein paar einfache Spiele. Ein Basketballplatz, Fußball, was auch immer, ne? Tischtennis. Einfach mal gemütlich, ruhig, locker. Ja, damit man nicht durchdreht. Auch mal seine Zeit für sich hat, abgeschieden. Auch mal reflektieren kann, warum hatte ich so viel Stress, was hat mich genervt. Klar, man wünscht sich dann vieles davon wieder zurück, aber man stellt sich halt doch irgendwann auch mal die Frage, warum war mal dieses und jenes eigentlich so wichtig, ne? Warum musste ich mich jeden Tag stressen? Warum war es mir wichtig, auf der Arbeit immer die höchste Produktivität zu erzielen und sowas? Das sind Dinge, da freut sich mein Arbeitgeber, aber ich habe doch davon jetzt nichts, oder? Einfach mal Zeit für sich zu haben, vielleicht mal ein Buch zu lesen. Das ist echt. So könnte eine Exzentherapie aussehen. Einfach mal kein Strom, kein Internet. Lustige Berge. Aha. Ach ja, hier war der Dingsterposten. Bräuchte man eine richtige Stadt oder so, wo wir was finden würden. Apropos, wo laufe ich gerade hin? In die richtige Richtung, gut. Keine Zombies in der Nähe, das ist gut. Haben wir sie alle getötet. Wir können nämlich auch nachts hier draußen arbeiten. Stichwort anpflanzen und so, ne? Was wir jetzt auch gleich mal machen werden, fällt mir gerade auf. Wir können ja jetzt eine Hake bauen. Auf zu stöhnen. Ich baue dir ja gleich was an. Habe ich die Kartoffeln mitgenommen? Nee, ne? Wollen wir wegen einer Kartoffel zurücklaufen? Nee, ne? Lohnt sich nicht. Aber Golden Rod Zeugs können wir. Zumindest verdursten wir dann nicht. Yay. Super.
Zwischenzeit müsste ich nachher mal kurz gucken, wie man das mit der Werkbank. Oder was für ein Skill brauche ich denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste noch eigentlich mal so langsam das Wichtigste haben. Stahlschmieden fehlt noch. Ich brauche noch 2 Punkte. Dann kann ich das hier. Schraubenfeder, Mechanikparts. Oh, das ist gut. Werkbank. Das war schön, aber naja, gut. Kleidung, bla 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 bla. Schneller Eddy. Bestimmt ganz praktisch, aber nicht jetzt. Auch unwichtig für mich. Ach nee, Leute. Euch brauche ich jetzt wirklich nicht. Ich laufe los und schon steht eine Wanderhorde. Vor allem, weil es leer 18 Uhr ist, ne? Das genau jetzt kann ich das nicht gebrauchen. Aber wirklich, sowas von genau jetzt kann ich das nicht gebrauchen. Ich warte einfach, bis die weitergewandert sind und dann... Ne? Was brauchte ich da noch für eine Hacke? Ja, meinetwegen auch Hacke, ist mir egal. Ja, das sowieso. 20. Ich meine, gut, dann gehen wir auch schneller mit dem Eisenspargen und so, ne? Gottes Willen. Die Tastatur sehe ich nicht. Das macht es nicht gerade einfacher. Monitor und Waffenwerkzeug gefallen. Gucken wir mal da lang. Okay, machen wir was anderes. Gartenhacke. Hm, ja, gut. Meinetwegen. 16. Könnten wir zwar bauen, aber lohnt sich das? Besonders, weil ich eine Werkbank ganz gerne hätte und so, ne? Gott, wie viel müssen wir abhauen? Da wäre die Spitzhacke am sinnvollsten, dann baue ich einfach mal... Wir haben ja da unten unseren Bunker. Dann könnte ich da ja einfach mal so ein bisschen Strip-Mining machen. Ist zwar für euch wahrscheinlich nicht so schön anzusehen, aber dann haben wir mehr Zeit zum Sprechen. Ich muss mir um Zombie-Ablenkung keine Gedanken machen. Apropos, ich könnte mal kurz ein Stück... Mäusespeck, habe ich nämlich immer noch was. Szenentherapie müsste aber auch ein bisschen was festes Programm um Struktur, wisst ihr, dass man... Dass man auch weiß, da ist was, um das man sich kümmern kann, muss, darf. So, wo waren die braunen Flecken auf der Karte? Ah, hier, gut. Dann buddel mal schön den Clay. Irgendwann brauche ich ihn ja. Da ist schon nochmal Wasser. Solange ich weiß, dass ich versteckt bin, geht's mir gut. Ich kann mir dann gleich wieder in den Ofen reinhauen. Haben wir das nachts was zu tun? Da wandern eine Horde hier. Was machen die überhaupt? Groupies on Tour oder was? Mehr so MDR und Tor. Hat der das wirklich gesagt? Ja, hat er. Ja, lauft ihr nur. Lauft vor mir davon. Ihr wisst, dass ich euch überlegen bin. Deswegen macht ihr das ja auch. So. Die können weg eigentlich. Und das kann auch weg. Und schon kann man das einschalten. Was gebe ich dafür, mal so eine Nacht überspringen zu können? Das wäre echt praktisch. Also wirklich, wirklich praktisch. Denke ich mir einfach mal. Kohlebrocken. Was mache ich denn eigentlich damit? Schießpulver. Gut, das bringt mir jetzt im Moment nicht sehr viel. Würde ich mal so vermuten. Karten weg, das da weg, das da weg. Blei und Co. kommt doch rüber. Medizin hat man hier mit reingehauen, ne? Ja. Warum auch nicht? Ein Vorhängeschloss. Mit dem Fahrzeug gegen Diebstahl geschützt. Ja, das brauche ich unbedingt. Da, nur 3 Eisen für gekriegt. Yeah. Das ist ja Wahnsinn. Gut, Maschinenpistolenlauf muss ich jetzt nicht unbedingt vernichten. Komm, wir hauen das jetzt mal woanders rein. Was hat man hier oben?
Waffen, also das da. Dankeschön. Nächster Schrank. Nee, Waffen. Brauche ich überhaupt nicht, würde ich sagen. Kann ich zerlegen. Dankeschön. Was kriege ich dafür? Oh, 3 Eisen. Wahnsinn. Naja, richtig, ja. Reich werden. Sozusagen. So. Amboss, Blei, Eisen, Industrieglas. Interessiert mich nicht. Glas kriege ich sowieso nicht. Bla 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 bla. Erforderliche Rezept. Geht klar. Wir brauchen jetzt noch ein paar Punkte. Ranch, was brauche ich für die eigentlich? Werkbank. Schön, dass wir das alles theoretisch haben. Bis auf den gespiegelten Stahl, aber es geht schnell. Aber dann brauchen wir auch eine Werkbank. Was brauchen wir für die Werkbank? Geschmiedetes Eisen, Mechanical Parts müssten wir holen, Schraubenschlüssel. Müssen wir finden, sonst können wir keinen herstellen. Ne, super. Ein Klauenhammer. Wie stelle ich den her? 12 und... Ja. Also man kann machen, was man will, man macht sowieso falsch. Das Falsche. Ich gucke jetzt mal ganz provisorisch rein. Immer der Gleichnamen. Können wir was alles herstellen? Werkzeuge fallen. Ich brauche entweder sowas hier oder sowas. Feldfrüchte. Pff, wurscht. Gehen wir lieber abbauen, weil gut ist. Und produzieren einfach bis zum Umfallen den Rest. Können wir ja jetzt nicht ändern, würde ich sagen. Wir können eigentlich noch ein paar Bäume abbauen gehen und sowas, ne? Nervt ja gerade keiner. Was bist du eigentlich für ein komischer Marterfall? Ne, so eine Therapie, bei der man einfach mal seine Ruhe hat, ne? So wie jetzt einfach mal. Komm. Was soll dieser ganze Lärm hier? Oh, gibt's sogar Eisen für. Wie schön. Platz machen hier. Ich habe noch mehr vor. Hier soll ja irgendwann mein Beet entstehen. Ich habe nicht einen Pfeil. Diese blöden Rehe. Egal. Ach man, man muss es auch mal gemütlich haben können. Ist die Folge halt auch mal ein bisschen länger. Welche Folge ist das bei mir bitte nicht? Ich muss ja auch nicht 7 Folgen heute aufnehmen. Könnte ich zwar, aber... Pff. Mieses Wetter. Ich habe fürchterlich geschlafen übrigens letzte Nacht. Deswegen hat man das auch schon in der letzten Folge gehört. Wirklich fürchterlich geschlafen. Also wenn man um 10 dann erst aufsteht, weil man sich mal die Nacht wach war und nicht gemerkt hat, dass man kurz nach um 6 auf die Uhr schaut, dann jetzt ist es auf einmal um 10, ne? Und man hat eigentlich gar nicht geschlafen. Dann ist das schon etwas merkwürdig. Also es fällt ja auch nicht mehr so richtig ganz auf dann, ne? Komisch. Deswegen so, sowas wie hier, ne? Stellt euch mal vor, ihr müsstet irgendwo Therapie, ne? Nach dem Burnout. Sagt euch einer so, hier ist Schaufel, Hacke, Pickaxe, kümmere dich, mach was draus. Ich meine, das ist dann nicht so lustig wie im Videospiel, weil... Mit ein paar zerumgeklöppelten Steinen hat man nicht plötzlich ein Haus gebaut. Ne? So einfach ist das dann doch nicht. Ja, ich weiß, der Hunger treibt rein. Ich würde gerne irgendwas von all dem haben, aber dazu müsste ich erstmal Lebensmittel geben. Haben wir nicht, also was soll's. Mr. Plan gehen, zack. Also, was ist denn jetzt schon hier? Ach, das dauert noch, okay. So.
Wir werden jetzt nochmal ganz fix. Ein bisschen was ablegen. Können wir ein, zwei Bäume einpflanzen hier, wo wir schon dabei sind. Die wachsen eh, dann werden wir nämlich zu unserer alten Lagerstätte gehen. Und jetzt so. Feuer wärmt dich, wie schön. Und dort werden wir uns mal die Mechanical Parts und so weiter holen. So, das können wir unterwegs einpflanzen. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren sollte, die Spitzhacke jetzt dabei zu haben, weil wenn ich jetzt sterbe, das wäre echt blöd. Und mit echt blöd meine ich wirklich echt, echt blöd. Habe ich wirklich so viel Eisen für eine Spitzhacke, die ich am Ende gar nicht... Ach komm, was soll's. Jetzt wird's dunkel. Ich weiß nicht, wie viele Zombies hier rumliegen. Tolle Idee. Meine Gesundheit ist... Oh oh, ich sterb gleich, ich sterb gleich. Los, 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 los. Ich muss die Spitzhacke retten, ich muss die Spitzhacke retten. Ich schaff's nicht bis ins Haus, um die Spitzhacke wegzuabzulegen. Ich will wenigstens in die Truhe ablegen, ich will in die Truhe ablegen, ich will in die Truhe ablegen. Gut, ich kann es ja gleich wiederholen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Xane.